So, Tastatur platzieren. Fein. Kaffee ist da, der muss noch ein bisschen abkühlen. Weil ich habe mir gestern tatsächlich beim Kaffee trinken das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben meinen Kehlkopf von innen verbrannt. Ich merke es immer noch beim Schlucken, wie alles, wie es sich einfach falsch anfühlt. Das zweitschlimmste, was ich jemals mit meinem Hals hatte, war, das kennt der Bohrer auch noch. Da haben wir zusammen in einer WG noch gelebt, aber in einer Zweier-WG, das war nach, ist ganz, ganz lange her. Da hatte ich, glaube ich, hier einen Riss oder sowas. Irgendeine innerliche Verletzung. Boah, ich habe 2 Wochen lang so Schmerzen beim Schlucken einfach gehabt. Wahnsinn. So, naja. Little Nightmares 2. Oh, bitte lesen Sie die Ver... Ja. Alles... Ach so, ah gut. Einverstanden. So. Der Schieberegler angepasst, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Okay, ich sehe halt schon wieder, bei euch ist das Auge gut zu erkennen. Ich sehe es bei mir gar nicht. Hm. Ich muss es wieder ein bisschen hoch machen, ne? Damit ich auch ein bisschen was sehe. So, ich denke mal, ich kann Umrisse erkennen. Ganz grob. Little Nightmares 2 greift regelmäßig auf Daten zu. Bitte nicht abschalten, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Das beste Spielerlebnis ist, wenn du es mit einem Controller spielst. Niemals. Nein, 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 nein. Okay. Ich würde sagen, wie immer, Einstellung. Alles klar, ja, ja, alles klar. Hm, okay, gut. Let's do this. Let's do this. Mal gucken, wo es da weitergeht. Neues Spiel. Bin gespannt. Freut ihr euch? Freut ihr euch, Chat? Freut ihr euch? Ich denke immer, da kommen voll die kranken Intros. Oh lol, jetzt sehen wir jemanden mit einer Tüte über dem Kopf. Das ist neu. Ist unser Gesicht so hässlich? Also ich frage halt, ne? Ich würde gerne wissen, wer ich bin. Ich würde halt auch gerne wissen, ob ich hässlich bin. Apex ist ja um einiges besser, ne? Oha. Mechanics nochmal abprüfen. Springen, alles klar. Ducken, ja. Hier ist ein Fernseher. Jetzt sind wir da gerade rausgekommen. Wir sind in einem Wald voller Fernseher. Interessant. Kann ich da jetzt hinten reinlaufen? In den Wald hinein? Die? Wie weit komme ich denn da hin rein? Okay, bis dahin. Ja, man muss ja ein bisschen was abprüfen, ne? Mal ein bisschen abchecken. Na, ich sehe schon. Im Hintergrund der böse Wolf gleich. Sind wir Abfall? Ich glaube, wir sind Abfall dieses Mal, ne? Und wir wollen entkommen. Wir wollen unser Leben einen Sinn geben. Uiuiui. Oh. Okay, so können wir uns wieder umgucken. Sind das die... Da hat sich irgendwas zerlöst. Aufgelöst. Kann das sein, dass hier Fliegen böse sind? Ich würde gerne den Tod mitnehmen, aber ich will halt nicht die ganze Zeit sterben, weißt du? Dann denkt ihr direkt wieder, oh, der Kacknoob, direkt wieder gestorben. Wo sind diese Schnappfedern, die ab einem gewissen Winkel einfach das Ding hochdrücken? Oha. Okay, wir gehen jetzt in den Berg hinein. Würde ich ja schon mal nicht machen. Hier kann es ja nur schlimme Dinge geben. Ein Schuh, Leute. Hier ist ein Schuh. Ist da irgendwas Schwarzes im... Ist da irgendwas im... Oder? Guck mal da. Ist das ein Schatten? Hier ist ein Schuh, Leute. Moin Hotte, schön, dass du da bist. Da wurden ein paar Menschen gefangen, wa? Oder was das auch immer darstellen soll. Igitt! Die haben es wahrscheinlich verdient. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich auf jeden Fall entschlossen, nicht so zu enden. Wir werden entkommen aus diesem Albtraum. Okay. Es wird immer mehr. Kann ich hier noch langlaufen?
Das sind Seile, ich bin mir nicht so sicher. Ich gucke mal, ob ich da dran komme. Nee, okay. Oh, ich glaube... Ach, da ist eine Falle auf dem Boden. Und dann kommt das Zeug runter. Ich würde die trotzdem gerne auslösen. Ich würde gerne mal gucken, ob die auslösen... Probier mal was. Ist das so in die Richtung? Sehr geil. Haben die ausgelöst und haben gar keine Probleme. Voll klug, ja? Gebracht hat es uns voll gar nichts, ja? Schade, ja? Na, okay, gut. Es war ein Versuch wert. Muss die irgendwie umkippen? Mit Schmackes! Ah! Okay. Oder einfach schieben. Wir schieben die einfach, ne? Ist auch vollkommen okay. Warum aber schwierig, wenn es auch einfach geht? Okay, und da hoch. Ja. Solange wir uns nichts verfolgt, ist das doch super. Kein Stress, Zeit für die Rätsel, weißt du? Mm, so lieben wir das. Okay, 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 okay. Solange wir uns nichts verfolgt, witzig. Geht hier wieder Bunny Jump? Uiuiui. Pissbaum, Kutter! So, erstmal schön ins Gesicht gespuckt. Na gut. Wie kann das sein? Der liegt da bestimmt seit Tagen, seit Monaten, seit Jahren rum. Und genau da, wo wir da langlaufen. Ne? Mit unseren kleinen Mini-Tapsen. Kann doch gar nicht sein. Is it a quest? Is it a quest? Wir haben ein Rätsel, Leute. Es geht los. Fliegen, die machen mir ein bisschen Angst. Überall verwestes Zeug drin. Das heißt, da in der Kiste, da ist ja auch verwestes Zeug drin. Kann das sein, dass da die Überreste reinkommen von dem komischen, ekelhaften Restaurant? Ah. Okay, die spielen auf jeden Fall jetzt im zweiten Teil ein bisschen mehr mit der Tiefe der Welt. Sehr gut. Oh, mit Schmackes dagegen. Reicht, ne? Hallo, stopp. Hey! Da war! Ey! Hallo! Das kann doch nicht. Wer kurbelt denn da weiter? Oh, ich will Kaffee trinken, aber das ist noch viel zu heiß. Ich habe keine Lust auf innerliche Verletzungen. Da ist ein Seil. I'm not entirely sure, but I think we can't jump. Ah, alles klar, so. Aber so kommen wir runter. Und hier können wir hochklettern bestimmt. Ah ja. Einfach. Dafür sind wir einfach zu brain. Wir sind zu brain dafür. Hm. War schon ein bisschen beklemmt, die Atmosphäre. Das ist wie nachts, wenn ich immer mit dem Livestream aufhöre, weißt du? Keine Sau mehr wach. Alles komplett dunkel. Überall hörst du es knacken, weil sich die Wände langsam ausdehnen oder zusammenziehen wegen der Kälte. Und dann sitzt du auf dem Klo und bist am Kacken. Genau das ist die beklemmte Atmosphäre. Oh Gott. Genau dasselbe. Hier ist wieder irgendwas. Moment, kann das sein? Da geht's rein, ne? Warte mal. Moment. Oh Gott, ich habe ja voll das Brain entwickelt. Moment. Moment. Guck mal da. Das sieht so aus. Ich bin mir nicht sicher. Aber. Ah, nee. Ich dachte, da ist Loch im Boden, weißt du? Und dann fällst du da rein. Wobei, eigentlich denke ich das immer noch. Ich weiß noch nicht, warum es nicht auslöst, der Schuh. Warte mal. Wow! Okay, gut. Kein Loch im Boden. Kein Loch im Boden. Nein. Absolut nicht. Oh, wie gut. Wie gut das einfach ist. Ah, vielleicht noch zusätzlich ein Loch im Boden? Nee. Ist da oben was oder ist das ein Blatt? Das ist ein Blatt. Ich dachte, da oben ist irgendein kleiner Gnom oder so, der in der Hocke sitzt und... Ich sehe Dinge, Leute. Ich sehe schon wieder Dinge. Nicht feierlich. Okay, komm. Latz mal weiter.
Oh, Bärenfallen. Hier haben wir Bärenfallen. Er ist voll geil gemacht. Ist richtig geil gemacht. Das sieht auch so aus, als können wir... Ey Gott. Ah! Ich bin Experte darin. Ich mache sowas in meiner Freizeit öfters. Hat mich auch gar nicht überrascht. Ist ein Loch. Es ist ein finsteres Loch. Können wir da... Ist da Honig drin? Warte mal. Oh Gott. War ein Versuch wert. Oh Gott. Oha, wir können damit das Laub wegschlagen. Wow, wow, wow. Entspann dich, mein Freund. Waren das jetzt alle? Ich gehe mal über die Fallen drüber, ne? Falls da hinten noch welche liegen. Kann mir das ja dann egal sein. Ah, okay, gut. Ich verstehe, ich verstehe. Jo. Alles klar. Faszinierend, faszinierend. Da ist noch eine, die sehe ich sogar. Okay, jetzt würden wir schon mal bis dahin kommen. Ohne Probleme. Ich nehme noch eine mit. Da liegen zwar ein paar. Ich nehme aber mal zur Sicherheit noch eine mit. Oh, da ist sogar noch... Ist die schon? Oh. Die habe ich weggeschmissen. Die habe ich sowas von hart geopfert. Oh, geopfert. Oh. Jetzt nicht ausrutschen. Da ist die nächste, aber... Wir springen einfach so dran. Okay, gut. Easy. Wie gesagt, ich mach sowas jeden Tag. Gar kein Problem. Bärenfallen, du. Ich habe die Bärenfalle erfunden. Das sieht so gut aus. Ich würde mich jetzt, wenn ich er wäre, einfach hier hinlegen und einfach alles genießen, das Leben genießen, über alles mal nachdenken, weißt du? Die Ruhe, einfach mal entspannen, erholen. Boah, ja, Mann. Ich glaube tatsächlich. Mich wundert es ganz ehrlich, dass wir noch nicht gestorben sind. Oh nein, das Haus der Hexe. Ist das Hexenhaus? Ist das hier nicht eine Kiste zum Schieben? Das heißt, das Haus der Hexe muss ja ein Jäger sein oder sowas, ne? Ist das okay, wenn wir hier Lärm machen? Anscheinend ja. Errungenschaft freigeschaltet. Ausweichende Beute. Ausweichende Beute. Ich guck mal kurz hier hinten. Ja, so ein nicht montiertes Scheißhaus gibt's hier gar nichts. Warte. Okay. Ich glaube, wir müssen rein. Lust habe ich nicht. Bin ich ehrlich. Lust habe ich nicht, nach dem, was ich jetzt alles gesehen habe. Ich kenne jetzt für mich persönlich auch absolut keinen rationalen Grund, da einzusteigen, ne? Ich meine. Aber. Oh mein Gott. Ich dachte, wir spielen Little Nightmares, nicht Resident Evil 7. Das ist doch Resident Evil 7, Leute. Oh. Komm. Speis hier! Komm ran! Ich will meine... Sag mal, ich will die Flasche da... Okay, geht nicht. Ich will meine Kettensäge wieder, die du dir ausgeliehen hast. Lass aus. Komm her. Arschloch. Bring einfach mal hier runter. Wie geht's, Alter? Ich glaube, genießen kann man das Essen aber auch nicht mehr. Ich glaube, derjenige, der hier wohnt, ist schon lange tot, oder? Also entweder ist er schon lange... Entweder ist der das, was da ist. Wenn der das ist, dann kann es kein Mensch sein. Oder derjenige ist schon längst tot, der hier wohnt. Wurde von irgendwas gerissen, was wahrscheinlich einem Menschen überlegen ist. Oder...
Oder er ist schon längst... Nee, er ist noch da. Bestellt sich jeden Tag Pommes und Burger. Und hat einfach vor Ewigkeiten... Oha. Er hat einfach vor Ewigkeiten das Essen gekocht. Und interessiert sich dank Pommes und Burger nicht mehr dafür. Kann auch sein. Oh Gott, wir haben jetzt ganz viele Wege. Haben wir eine Taschenlampe? Nee. Taschenlampe haben wir noch keine. Türknaufe? Normalerweise kann man da hoch. Na, hast du Bock? Schaffst du es, Kleiner? Ich weiß nicht, was du bist. Es? Wir sind Müll. Ich nenne mich jetzt Müll. Bin leicht verwirrt. So, können wir die aufschieben? Okay. Ich war gerade ein bisschen erschrocken, dass wir 200 verschiedene Wege gehen können. Aber wie es das Spiel so will, es gibt bloß einen Weg tatsächlich. Noch. Gott. Das sieht so gut aus, ne? Es sieht so gut aus. Was ist das? Habt ihr The Strain gesehen? Die Würmer, die einen zu Vampiren machen? Das sieht genauso aus wie das Zeug, was hier in der Luft schwirrt. Okay, hier wohnt der Metzger, Leute. Hier wohnt definitiv der Metzger. Der Butcher. Ich genieße mal so ein bisschen die Welt, ne? Noch ist alles stressfrei. Hier. Wo ist die Katze? Ja, komm, wir spielen ein bisschen mit dem... Ja, komm. Ja, rein. Rein. Moment. Oder gibt's hier wirklich eine Katze? Ich meine, Katzen sind sehr wollknäuel-affin. Kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt hier wirklich eine Katze kommen würde, die wir eventuell damit bändigen müssen. Ich kann ihn nicht mehr aufnehmen. Okay, ich hoffe mal nicht, dass es so ist, weil ich hab's verbuggt. Durch die Tür komme ich auch nicht durch. Die ist sehr morsch, aber ich komme da nicht durch. Aber da ist ja irgendwas, was wir brauchen. Der hatte keinen guten Tag, kann es sein. Der hat, A, besitzt der Typ ganz viele Äxte. Oder die Typin. Ne? Man weiß ja nie. Typinnen. Besitzt ganz viele Äxte. Und die sind immer überall reingerammt. Ich glaube, seine Möbel sind ihm nichts wert. Hier, ist hier ein Schalter? Ne. Seine Möbel sind ihm gar nichts wert. I know what we can do with this. Come on, my friend. Hier sieht's aber auch so aus, als könnte man... Nee. Können wir da drunter? Ich probier mal was, ne? Oh Gott. Krieg ich da das Butchermesser weg? Das müsste ja eigentlich gehen. Oh Gott. Hätte raus sein müssen. Hätte raus sein müssen. Bin ich ehrlich. Das ist ein anderes Kind. Man kann es nicht genau sehen. Oha. Ich kill das. Komm ran. Nein. Du hast die Axt vergessen. Du hast... Nimm die Axt. Nimm die Axt. Es ist böse. Und tschüss. Alles klar.